Mit einem ambitionierten Zeitplan und rasantem Tempo sind SPD, FDP und Grüne in die offiziellen Koalitionsverhandlungen gestartet. Schon mit Dezember könnte es eine neue Bundesregierung geben. Dafür wurden 22 Arbeitsgruppen geschaffen, denen in den kommenden Wochen viel abverlangt wird. Den genauen Fahrplan gaben die Vertreter der drei Ampelparteien in Berlin bekannt. Koalitionsverhandlungen fangen jetzt an. Heute geht's los. Ab Mittwoch die Arbeitsgruppen. 10. November sind die Arbeitsgruppen fertig. Dann Ende November der Koalitionsvertrag. Und das Ziel, das gerade angesprochen wurde, in der Nikolauswoche soll dann Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden. Das ist ehrgeizig und ambitioniert. Aber wir wollen Handlungsfähigkeit zeigen. Und mit den erfolgreichen Sondierungen im Rücken trauen wir uns diesen ehrgeizigen Plan zu. In einem 12-seitigen Sondierungspapier hatten die Spitzen der drei Parteien gemeinsame Ziele formuliert und die Grundlagen für die Koalitionsverhandlungen festgeschrieben. Der Zeitplan ist straffer als angenommen. Bislang hatten die Ampelparteien die Regierungsbildung bis Weihnachten in Aussicht gestellt. Das Ganze ist ja ein komplexes Unterfangen. Bis 10. November die Arbeitsgruppen und dann ist aus vor Weihnachten die Nikolauswoche geworden. Sollte Olaf Scholz tatsächlich schon am 6. Dezember den Posten als Regierungschef antreten, würde es Kanzlerin Angela Merkel nicht gelingen, den Rekord der längsten Amtszeit von Helmut Kohl einzustellen. Vorher müssen allerdings noch alle Parteien das Ergebnis intern absegnen, durch einen Sonderparteitag oder eine Mitgliederbefragung wie bei den Grünen.